Auf der Innenverteidigerposition ist er eine feste Größe beim FSV Mainz 05. Aber auch seinen ehemaligen Verein Darmstadt 98 hat er nicht vergessen. Auf ein Wort mit Leon Balogun. Leon Balogun, als Tabellensechster in die letzten 5 Spieltage zu gehen, ist eine sehr komfortable und aussichtsreiche Ausgangssituation für den Rest der Saison. Donnerstags abends mache ich normalerweise. Schaue ich manchmal Fußball, nicht immer. Manchmal aber auch mit der Freundin und Freunden was essen. Also entspannte Abende. Und nächste Saison? Wird hoffentlich für ganz Mainz und für das Team etwas Sensationelles werden. Ein 1:1 in Wolfsburg ist? In Ordnung, auch wenn wir alle gern 3 Punkte gehabt hätten. Vom Spiel gegen den 1. FC Köln erwarte ich? Einen harten Fight, ein anderes Spiel als in Wolfsburg. Aber eine gewohnt gute Kulisse vor heimischem Publikum. Und dass wir alles reinhauen, um das Spiel zu gewinnen. Dass es in Mainz einen relativ harten Kampf um die Plätze gibt, finde ich. Finde ich super, weil es die Qualität der Mannschaft steigert. Dass Darmstadt 98 gute Chancen auf den Klassenerhalt hat, finde ich. Finde ich persönlich sehr erfreulich, aufgrund meiner Vergangenheit natürlich. Und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass sie es packen. Dass ich relativ häufig in dieser Saison Länderspiele absagen musste. Ist nicht das Erfreulichste, aber am Ende des Tages ist es doch am wichtigsten, dass ich hier für Mainz 05 zur Verfügung stehe, was auch sicherlich auch der Grund war. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.